Und es geht natürlich in diesem Gespräch jetzt hauptsächlich, nachdem wir schon ein bisschen gehört haben im ersten Gespräch, wie der Christoph denn überhaupt zu diesen Dingen kam, geht es jetzt um das neue Buch, das da drüben auch auf dem Tisch liegt, das auch verkauft werden soll im Laufe der Jahre, habe ich gehört. Und dieses Buch heißt Die Glut in dir, entfache das Feuer deiner Potenziale. Und als ich das in die Hand bekommen habe, dachte ich mir, das verstehe ich. Dieses Bedürfnis, dass man andere Leute sozusagen vorantreiben möchte. Ja? Vorantreiben im Sinne von, sie ermutigen, einfach einen Weg weiterzugehen. Und dann habe ich nachgedacht, warum habe ich zum Beispiel als Journalistin auch, aber auch in meinem privaten Leben, dieses Bedürfnis? Und dann habe ich mir gedacht, warum hat denn der Christoph dieses Bedürfnis? Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man sozusagen sich hinsetzt und ein Buch schreibt, in dem man anderen Leuten mitteilt, sie sollten doch das Leben ganz positiv sehen und es gäbe doch auch immer einen Ausweg und man müsse nur seine Potenziale entfalten und kreativ bleiben und fröhlich in den Tag gucken und zuversichtlich. Und meistens, und das frage ich dich jetzt, Christoph, hat sowas ein Ursprungs-, ein Initialerlebnis im eigenen Leben. Ich könnte das für mein Leben genau benennen, aber ich bin heute nicht der Star, der bist heute du. Aber jetzt ganz ernsthaft, was ist sozusagen der Ursprung für diesen Wunsch, dieses Positive zu vermitteln? Also ich weiß es nicht. Ich bin gerade am Sortieren. Ich glaube, es ist einerseits gewachsen aus der Haltung meiner Familie. Und es war dann ein Erlebnis, dass, wie ich 18 war, das ist jetzt ganz komisch, dass mir das als Initialzündung einfällt, aber ich glaube doch, dass das dort ist. Wie ich zum ersten Mal in Seckau im Kloster war, da hat der damalige Abt zu den jungen Leuten, die da waren, gesagt, er versteht eigentlich nicht, dass es nicht mehr Menschen gibt, die sich einsetzen, die was wollen, die was tun. Und ich kann dir heute den Stuhl dorthin stellen, wo das war, wo ich für mich in der damaligen Interpretation gesagt habe, in dieser Gemeinschaft, in diesem Kloster. Aber wenn du mich jetzt fragst, ist das der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich will mich einsetzen. Ich will mich einsetzen für Menschen, ich will mich einsetzen für das Leben, die Begeisterung. Ja, ich glaube, es würde mir jetzt im Moment kein späterer Moment einfallen. Ich sage was dazu aus meiner Perspektive. Mit einer kranken Mutter aufgewachsen seiend, wo sehr viel Resignation auch war, trotz allem fröhliche Lieder singen im evangelischen Pfarrhaus, habe ich mir gedacht, ich möchte nie so werden, dass ich nicht vorangehen möchte. Also ex negativo. Du sagst jetzt, weil was du sagst, das ist so als als hättest du das schon sozusagen in dir drin gehabt und du hast jetzt nur den Entschluss gefasst. Aber ich will jetzt auch nicht weiter bohren. Ich will nur sagen, mir kommt vor, diesen Wunsch, anderen Leuten zu sagen, guck mal, es gibt einen Ausweg, dass das irgendwo herkommt. Und ich weiß, glaube ich, von mir, also ich habe heute den ganzen Tag noch mal ein bisschen nachgedacht, dass für mich das sicher so ist, dass ich nie diese Stagnation, die mich als Kind in einen Käfig gebracht hat, ohne die Absicht natürlich meiner Eltern, das sind ja schicksalsgefügte Dinge, dieses Gefühl kam, so will ich nicht sein. Musst du jetzt nichts zu sagen, ich wollte es nur festhalten. Aber genau, Also du ich musst ja gar weiß, nichts dazu der sagen. weitere Schritt aus dem Kloster raus war der, so will ich nicht sein. Dort war es das. Ja? Also diese Urinitialzündung zu sagen, ich möchte was und ich möchte was leben und für etwas da sein und dann habe ich entdeckt, so nicht.
Und dann gibt es noch ein zweites interessantes Phänomen unserer Zeit vor allem, und du machst ja auch den Ausgangspunkt deines Buches, machst du ja sozusagen an unserer Zeit fest. Ein interessantes Phänomen unserer Zeit ist, dass man eigentlich ständig zu hören bekommt, sei artig, sei genormt, füg dich ein, hab keinen Widerspruch, konsumiere, wenn es geht und sei damit zufrieden. Dein Ausgangspunkt ist aber ein anderer, der heißt nicht, sei artig und bleib schön sitzen und bleib stumm, sondern entdeck dich selber, entdeck die anderen, entwickle eine Haltung, etwas sehr an Viktor Frankl gebundenes, und schreite voran. Das ist nicht das, was der Zeitgeist sagt. Es irgendwo in meinem Buch steht, lebe dein Leben. Und ich glaube, das Dein ist mir dabei so wichtig. Entdecke deins. Das, was jetzt bei dir in deinem Leben präsent ist, was du machen willst, und geh weiter. Aha. Also was du geschrieben hast, ist, dass wir in einer nicht hoffnungslosen Hoffnungslosigkeit leben und daher die Menschen erkennen sollten, so schnell wie möglich, dass sie nur auf ihr eigenes Leben Einfluss nehmen können und daher ihre Potenziale für ihr eigenes Leben entwickeln sollten. Aber jetzt lebt natürlich der Einzelne nicht als Monade, sondern wir leben in einer Gesellschaft. Und wir leben in einer Gesellschaft, die sich halbstündlich verengt, würde ich sagen. Also du musst ja auch irgendeine Art von politischer Reflexion dann über diese Öffnung des Individuums, die ja dann auch in der Tat oder in der Folge zu einer Öffnung der Gesellschaft führen würde, denken. Das war jetzt eine Suggestivfrage, das soll man nicht machen. Nein, aber ich hätte schon vor dem Fragezeichen sagen können, ja, es geht nur für mich über die Entwicklung des Individuums und über die Übernahme von Verantwortung, über die Bewusstwerdung von Potenzialen, über das Entdecken des eigenen Lebens geht eine Entwicklung auch in einer Gesellschaft. Und die Fragen, die uns anstehen, schon angedeutet, die sind so groß. Also ich glaube oder fürchte wirklich, Corona ist harmlos. Das, was mit Klima, mit ich weiß nicht was, alles auf uns zukommt, das, was wir lösen müssen, was jetzt mit unserer Gesellschaft passiert ist, diese Spaltung von Gesellschaft, das braucht Energie, das braucht Potenzial, und die kann nur aus der Vision, aus der Überzeugung, aus der Tiefe Einzelner kommen. Genau, aber das wäre vielleicht meine einzige kleine Kritik an diesem Buch, dann habe ich es gleich am Anfang gesagt und haben es erledigt, dass es sozusagen so sehr auf das Individuum hingeht, ja, entwickle deine Potenziale, sieh deine Möglichkeiten, lebe dein Leben, mach eine Atemübung zwischendurch, dass mir sozusagen der gesellschaftliche Kontext fast ein bisschen gefehlt hat. Okay, ich darf dich erinnern an mein erstes Buch. Wo Sinn erleben und Sinnerfahrung nur in Beziehung möglich ist. Ja? Und dort ist mir ganz wichtig zu sagen, Viktor Frankl sagt, der Mensch erlebt Sinn in einem Du oder in einer Aufgabe. Martin Buber, der Beziehungscharakter des Lebens. Und ich habe es gewagt, Frankl zu erweitern und zu sagen, es geht auch um die Beziehung zu mir. Und es geht auch um die Beziehung zur Welt, zur Kultur, zur Politik, zur Natur, in dieser Verantwortung. Also das ist mir schon wichtig. Ich muss schon in Beziehung gehen. Ja? Und ich bin nicht eine Monade in mir, sondern ich habe da große Verantwortung, auch gegenüber der Spiritualität. Nein, ich habe das jetzt nur hören wollen von dir, weil ich ja weiß, dass du auch ein politischer Mensch bist. Und dann sollen wir auch nicht vergessen, dass Viktor Frankl seine Thesen als ein Überlebender des KZs niedergeschrieben hat. Und sozusagen dieser zeitgeschichtliche Aspekt ja auch zu bedenken ist. Ja, es ist richtig, Frankl hat seine Thesen bei den Salzburger Hochschulwochen bald nach dem Krieg vorgestellt, aber er hat seine Theorie schon davor formuliert. Aber Frankl war ein höchst politischer Mensch.
Ja, er hat ja auch in seiner Rede am Rathausplatz in Wien unter Kreisky diese Kollektivschuld versucht abzulegen. Also er hat sich wirklich da sehr politisch geoutet. Wahrscheinlich ist er deshalb in Österreich auch nicht groß geworden. Eine Frage gleich noch zu Frankl, die mir auch aufgefallen ist im Lesen des Buches und die auch bei Thorsten Otto so angeklungen ist. Frankl war Jude. Die Spiritualität, die Frankl definiert oder beschreibt, ist eine, die aus dem chassidischen Judentum kommt, nämlich aus dem Gedanken der Allverbundenheit, ja, die wir auch bei Dalai Lama finden und bei anderen großen Religionen. Und durch dich kommt natürlich sehr viel Christliches jetzt da rein. Also ganz oft höre ich sozusagen den Theologen, der da schreibt, ohne Bewertung, das finde ich weder gut noch schlecht, oder nur wie passt denn sozusagen das spirituelle Konzept von Frankl, der sich eben auf die jüdische Mystik auch bezieht, mit deinen christlichen Überzeugungen zusammen? Ja, wer war Christus? Jude? Also das Christentum hätte kein Fundament, wenn nicht die ganze jüdische Tradition, Spiritualität, Entwicklung, die da ist. Also das brauchen wir, glaube ich, nicht weiter vertiefen. Und wenn ich Frankls Biografie anschaue, Frankl war befreundet mit Kardinal König, mit einem der großen Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils. Also wir finden schon sehr viel Gemeinsames, ob wir jetzt von Allverbundenheit sprechen oder von in Beziehung sein oder Beisein, wie es Frankl nennen wird. Oder dass alles mit allem zusammenhängt. Also die eigenen Kräfte zu entwickeln, schreibst du in deinem Buch, hätte sozusagen den Sinn, dass man A, diese eigenen Kräfte zu entwickeln Halt geben, dass wir einen Sinn dadurch erleben können und dass C, uns das auch heil machen kann. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, wenn wir nicht uns die Mühe geben, unsere Kräfte und Potenziale zu entwickeln, fällt das eine oder andere weg. Ja, und Heil mir ist das irgendwann mal so aufgefallen, also Heil werden und heilen ist ja auch in der Spiritualität und der Theologie und der Kirchlichkeit, ganz egal wo, ein großes Anliegen. Und mir ist irgendwann mal dieser Moment geschossen, ich weiß nicht, ob ich es wo gelesen habe oder ob es mir eingefallen ist, Frankl sagt, Healing through Meaning als Kern seiner Logotherapie. Und da kommt das Wort Healing. Und irgendwann kam dann, hinter Healing steht natürlich Holy. Das haben wir im Deutschen auch. Was? Heil und heilig. Mhm. Ja? Aber im Englischen steht dahinter auch Whole. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig gesagt habe. Aber das Ganze. Also ganz werden. Und das ist mir das große Anliegen. Und wenn wir eines der Elemente weglassen, die Beziehung zu mir oder zum Du oder zu unseren Potenzialen, dann sind wir nicht ganz. Ich sage das gern, dann eiert's. Ja? Dann wird irgendetwas übermäßig und es eiert oder es wird irgendetwas zu wenig und es eiert. Das Schönste an dieser ganzen Theorie von Frankl finde ich den Gedanken, dass sozusagen die geistige Person heil und gut und ganz ist. Und ich habe gestern Abend mit dir ein Gespräch gehabt und da habe ich gesagt, was mich so wahnsinnig frustriert im Moment, das ist, dass wir eigentlich ganz selten jetzt in unserem, jetzt muss ich wieder vom Zeitgeist sprechen, in unserem Zeitgeist sowas erleben wie Zuversicht, Zuspruch. Du bist heil, du bist gut. Nein, das erleben wir sehr selten. Da ist eher, hab Angst statt fürchte dich nicht. Und in dieser Ganzheit, in dieser geistigen Person ist das alles drin. Fürchte dich nicht. Du bist gut. Du kannst gehen. Ein unverletztes Wesen, das in uns. Und das meinst du ja mit diesen Kräften, die wir entdecken sollen durch deine Methode. Das ist mir in der persönlichen Entwicklung wichtig, aber stellen wir uns einmal vor, wie würde unsere Corona-Management aussehen, wenn es hieße, hey, ihr, also die Mehrheit ist ja gesund,
Ja, es ist ja nicht die Mehrheit krank. Wir tun ja so, als ob jetzt alle krank werden. Ja, nur diesen Idee. Oder wir können etwas schaffen und stärken wir doch in unsere Immunkräfte, was auch immer. Ja, also wenn wir in der Politik sagen würden, wir schaffen was, und wenn einer das sagt, dann wird das sofort wieder abgekanzelt, weil das à la Merkel, mag man zu ihr stehen, wie man will, aber 2015 hat er gesagt, wir kriegen das hin. Ja, und dann gab es aber Kräfte, die etwas nicht hinkriegen wollten, und dann wird die Solidarität, die dort spürbar war, einfach kaputt gemacht. Mhm. Entsetzlich, oder? Ja, es würde unsere Welt anders aussehen, wenn wir davon ausgehen würden, dass es ein ganzes Heiles gibt. Ja. Ja. Also deine Anliegen formulierst du in deinem Buch, so ich zähle mal ein paar Stichworte auf. Verloren gegangenes Vertrauen wiedergewinnen, versiegte Lebensfreude wiederentdecken. Oder Momente der Stille suchen, in denen man sich mit diesen Fragen beschäftigen kann, mit der Natur auch im Einklang stehen, Atem als etwas ganz Wichtiges. Atem hat seinen Ursprung, ja, das Wort Atem im Sanskrit, und heißt die Seele. Also sich mit der eigenen Seele wieder zu verbinden. Fühlen, nicht denken, schreibst du, sei so wichtig. Finde ich super. Und du zitierst auch Hüther, der ja sagt, das, was uns wirklich Resilienz gibt im Leben, das ist das, was man früher mit dem Wort Gottvertrauen bezeichnet hat. Also auch ein Wort für dich, wo du sagst, ich gehe davon aus, dass das Leben es gut meint mit uns. Ja, ich kann nichts ergänzen. Du kannst nichts ergänzen, wir gehen weiter. Sehnsucht zulassen, was ich auch extremst interessant finde, weil jetzt muss ich nochmal in die politische Sphäre gehen. Neoliberalismus, there is no alternative. Margaret Thatcher 1981, es gibt keine Alternativen zu diesem System. Also, und wenn man das alles so jetzt runterspult, dann würde ich sagen, kann man wirklich in der Tat das, was du möchtest mit diesem Buch, auch als eine politische Strategie sehen? Hätte ich so nicht als Intention gehabt, aber kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, also Sehnsucht ist für mich so dieses Urgespür meiner Seele, meiner geistigen Person, die etwas will. Mhm. Und wenn ich das nicht mehr spüre, ich muss noch gar nicht sagen können, wo es hingeht, aber wenn ich das nicht mehr spüre, ich kann nicht sagen, dann bin ich tot, weil das gibt es nicht für die geistige Person, aber dann habe ich mich irgendwo verloren, verrannt, eingesperrt. Mhm. Da gibt es noch ein anderes Wort dazu, Interesse. Ja, Interesse geht schon wieder sehr stark auf Beziehung. Ja, aber auch auf die Natur. Auf die Natur, in Beziehung. Auf das Äußere, geht. Ja. Auf das, was mich interessieren könnte. Dann Erinnerungen an Gutes und Schönes. Erinnern ist ein Stichwort für mich, weil ich ja meine, wir haben im Sinne Frankls alles in uns. Wir haben dieses Potenzial in uns und wir erinnern uns so gern der negativen Dinge, der Verluste und so weiter. Und die neuropsychologische Forschung sagt, dass das ja eine enorm größere Präsenz in unserem Denken hat. Mhm. Und das andere müssen wir trainieren. Wir müssen dieses Erinnern des Guten und Schönen trainieren. Mhm. Ich habe das erleben dürfen im Kloster, ja, Dankbarkeit zu trainieren. Im Sinn von regelmäßigen Beten. Aber ich glaube, dass wir uns diese Momente, wie du erwähnt hast, von Stille, von Innehalten, von Blick auf die Natur, wenn wir das nicht hinkriegen, dann zerfleddern wir irgendwo. Ein ganz wichtiges Stichwort für mich ist das Stichwort Bewegung. Ich kenne sehr viele Menschen, die, weil sie älter werden, weil sie depressiv sind, weil sie extrem viel Gewicht zugenommen haben, weil sie keine Perspektive mehr in ihrem Leben sehen, nicht mehr in Bewegung sind, und zwar weder physisch noch psychisch, noch geistig, noch spirituell, noch künstlerisch. Darf ich ein Beispiel nennen? Mein Vater hat sich zu seinem 90. Geburtstag selber ein Geschenk gemacht. Er hat sich für seinen Badeteich in unserem Garten eine Wärmepumpe gekauft, damit er länger im Frühjahr und im Herbst schwimmen gehen kann. Mhm. Ja? Mit 90 investiert er in etwas, damit er mehr in Bewegung bleibt. Mhm. Ja? Und
er hat auf seinem Schreibtisch immer ein Buch liegen, irgendetwas studiert er ständig. Irgendetwas hat er immer. Also eigentlich würde ich mich mit 90 gerne in die Hängematte legen. Nein, Gott sei Dank nicht. Mhm. Ja. Man kommt meistens auch schlecht drauf, aber egal. Und jetzt kommt ein nächstes Stichwort, was ich extrem wichtig finde und was auch mit dem anderen zusammenhängt. Wenn ich in Bewegung bin, dann, also ich stelle mir jetzt das Wort Bewegung vor und dann stelle ich mir dazu ein kleines Kind vor, das ich zum Beispiel war, immer im Wald, immer draußen. Und das heißt Bewegung irgendwo hin und dann ist man was dort? Frei. Und dass du diese Zusammenhänge darstellst, dass Bewegung Freiheit mit sich bringt, ja, das finde ich so einer der zentralen Punkte deines Buches eigentlich. Danke. Bitte. Da hat er auch nichts dazu zu sagen. Gut, dann, ich bin noch immer beim Ablauf des Buches, bei der Struktur des Buches. Aktualisierung, du sagst, dein Anliegen sei es auch, die Frankl'schen Thesen zu aktualisieren, ein Plädoyer zu machen für das Vertrauen in und für das Wirken der geistigen Person. Und du willst frischen Wind in die Logotherapie und in die Existenzanalyse bringen. Und wenn man frischen Wind wo reinbringen möchte, heißt es, dass gerade keiner drin ist. Wo hast du das denn genau festgestellt, dass da jetzt ein frischer Wind gebraucht wird? Wenn ich manche der Bücher lese, wenn ich Vorträge höre, wenn ich höre, was in anderen Ausbildungen irgendwie passiert, dann denke ich mir manchmal, wir dürfen wirklich den Auftrag Frankls ernst nehmen, seine Ideen für heute zu übersetzen und nicht an ihm zu kleben. Und da gibt es ganz viel Wind, da gibt es ganz viel Dynamik. Und ich glaube, Johannes der 23. hat am Palazzo Apostolico die Fenster aufgemacht und hat gesagt, wir brauchen ein Aggiornamento, eine Anpassung an heute, da muss Wind in die Kirche gehen. Ich bin kein Johannes der 23. in der Logotherapie, aber ich glaube, wir dürfen uns mutig, also die hier sitzen von mir oder auch andere Institute, die hier vertreten sind, ganz mutig sagen, und wie gehen wir jetzt einen Schritt weiter? Und was will das Leben jetzt von uns? Mhm. Welche Fragen stellt das Leben jetzt? Und hilft uns Frankl, in innerer Verbundenheit mit inneren Bildern da Antworten zu geben? Ich will jetzt nicht angeben mit Martin Luther, aber der hat gesagt, schon vor deinem Papst, Ecclesia semper reformanda est. Naja, also es geht darum, dass wir ständig in Bewegung bleiben. Ich will nicht angeben mit Jesus Christus, der den Tempel ausgesucht hat. Aber jetzt reden wir dann bald von Noah. Ja, genau. Das Zentrum von allem ist eine Anthropologie, die Frankl da entwirft und die du in deinem Buch natürlich auch vertrittst. Und zwar, dass das, was den Menschen steuert, der Geist ist. Und dann kommen die Definitionen von Geist. Und ich sage es mal anders. Der Mensch geht auch, der Mensch, der das alles kann, in Bewegung bleiben, frei bleiben, eine Haltung haben, Handlungen setzen, die übereinstimmen mit seinen Wünschen, mit seinen Kräften, mit seinen Möglichkeiten, ist ein Mensch, der seinen Ursprung nicht aus der Immanenz, sondern aus der Transzendenz nimmt. Also aus dem Unverfügbaren, würde ich gerne, ich übersetze Transzendenz immer gerne mit dem Unverfügbaren, das, worüber wir keine Gewalt haben, das, worauf wir keinen Einfluss haben. Was macht diese Ableitung seiner selbst von der Transzendenz mit dem Menschen? Es macht ihn größer, freier. Es macht ihn auch natürlich verantwortlicher, weil er in einem anderen Bezugssystem steht, plötzlich. Mhm. Wenn ich nur in diesem Bezugssystem von gestern, heute, morgen stehe, hat man schon Verantwortung. Aber wenn man sich aus der Transzendenz zu verstehen beginnt, dann wird man freier, man hat mehr Verantwortung, aber das gibt auch sehr viel Leichtigkeit. Weil ich muss nicht die ganze Schwere dieses Lebens, das wir mal irgendwie durchzumachen haben, ich muss diese ganze Schwere nicht so ernst nehmen. Mhm. Ich weiß einen anderen Bezug.
Die Margot Kiesmann hat das mal schön formuliert. Die hat gesagt, darüber hat dann die ganze deutsche Journal, ja, sage ich da gerne dazu, sich lustig gemacht, als sie diese sogenannte Alkofahrt hatte, wo man viel dazu sagen könnte. Da hat sie dann gesagt, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das ist so etwas, wenn man sich sozusagen frei macht von Beurteilungen, von Zugehörigkeiten, von Besitzungen, die jemand auf einen erhebt oder die man selber erhebt. Also himmlisch frei, könnte man sagen, nicht? Dein Buch, ja. Warum wir wieder mehr Transzendenz brauchen. Und dann machst du was ganz Gewagtes in deinem Buch, was sich, glaube ich, niemand so leicht trauen würde. Du gibst ein Heilsversprechen ab. Nun erklär uns das. Warum du dich das traust? Weil ich so überzeugt bin von dem, was Thorsten früher zitiert hat, dass es das Leben mit uns gut meint. Ich weiß nicht, auf welche Formulierung des Heilsversprechens du jetzt da abzielst, aber ich glaube wirklich, dass wir nicht in der Welt sind oder in die Welt gegangen sind oder gegangen wurden oder gerufen wurden, keine Ahnung, um es mühsam zu haben. Ja? Sondern ich glaube, dass wir in dieser Erfahrung, die wir in diesem Leben machen, auch etwas erfahren dürfen und immer wieder etwas erfahren dürfen von dem Großen, von dem Schönen, von der Liebe, die uns geschenkt ist. Und Heilsversprechen heißt in dem Sinn, ich darf da ganz werden und ich darf da auch in meinen Verletzungen, in meinen Wunden, ich sage immer, Wunden dürfen heilen, Wunden sind nicht gut, Narben bleiben. Aber ich, Frankl sagt immer, also diese Transzendenz einsetzend in einem anderen Verhältnis, es gibt sowohl als auch. Ich kann sowohl verletzt als auch ein glücklicher oder beschenkter Mensch sein. Also dieses Heilsversprechen bezog sich darauf, dass du sagst, der Geist will etwas erleben, erfahren, aufmerksam sein, frei sein, schöpferisch sein, kreativ sein, im Dialog bleiben, also in der Beziehung heißt es ja. Und dann schreibst du, mit diesem Geist, der heilen kann, hat man alles in sich, was man braucht. Also wir sind sozusagen ein ziemlich kompaktes System, das sich in dieser Beziehung mit den anderen auch selbst ganz gut heilen und leben und sein kann. Also jeder Mediziner wird sagen, gesund werden, wirklich gesund werden kannst du nur, wenn du das von dir aus heraus willst und wenn du die Selbstheilungskräfte aktivierst. Mhm. Von außen kann ich dich unterstützen, kann ich dich begleiten, manchmal im Notfall, manchmal ganz zart, aber die Kraft des Gesundwerdens liegt in uns oder wir geben es einfach auf dieser psychosomatischen Ebene in dieser Welt. Mhm. Der gesunde Kern des Menschen, der wird nicht vergehen. Als ich konfirmiert wurde, 1979, da bekam ich von meinem Vater, der mich konfirmiert hat, einen Konfirmationsspruch und der hieß, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und wenn ich jetzt Gott mit dem Wort Allverbundenheit ersetze, Allverbundenheit ist Liebe und wer in der Allverbundenheit bleibt, bleibt in der Liebe. Und dann lese, dass du sagst, was der Geist so alles kann. Also er ist aufmerksam, er ist frei, er ist dynamisch, er lebt und will leben, er ist anders, er will erneuern, er drückt sich in der Plastizität des Gehirns und daher auch in unserem Leben aus. Aber dann sagst du am Ende, der Geist ist Liebe und will lieben. Und diese Einsicht, die ist ja bekannterweise nicht neu. Nein, also Gott sei Dank. Ich glaube, ob das jetzt aus biblischer Tradition oder ganz anderen spirituellen Traditionen ist, im Kern, was ist es denn, das Leben ausmacht? Liebe. Und wenn wir im Kern Liebe sind, ja, was wollen wir denn dann, außer zu lieben? In aller Bruchstückhaftigkeit, in allem unseren Stolpern und Stottern, das ist nicht das Einfachste, ja, es dann umzusetzen. Aber die Sehnsucht in uns ist, glaube ich, im Kern immer die.
Und der Andreas Weber, ein Naturphilosoph aus Berlin, der hat das so schön beschrieben, dass er die Liebe sozusagen als dieses Aufeinanderzustreben, dieser Eros, den man dann so sexualisiert hat, obwohl es eigentlich die Kraft ist, die Menschen zueinander zieht, beschrieben. Das hat mir gut gefallen, das finde ich auch in deinem Buch wieder. Also ich übersetze ja den Eros auch mit Leidenschaft und mit Ergänzung, also dieses Aufeinanderzustreben, das ist ja das Altgriechische in diesem Gedanken. Diese Dynamik aufeinander zu, egal auf welcher Ebene, das ist ja die Lebenskraft, die kennen wir aus der Quantenphysik und die kennen wir aber auch aus anderen Beziehungen. Genau, das ist auch schön, dass du in deinem Buch das mitgibst, dass eben die neuen Erkenntnisse der Quantenphysik Anfang des 20. Jahrhunderts und bis heute all diese alten spirituellen Lehrern, die zum Teil tausende Jahre alt sind, jetzt bestätigen. Also wir dürfen die Quantenphysiker nicht immer missbrauchen, um die Spiritualität zu erklären, aber es ist erstaunlich, wenn wir die Modelle sehen, was haben denn so alte intuitives Wissen? Was hat das schon erkannt, dass unsere naturwissenschaftlichen Denkansätze heute bestätigen? Ja, Max Planck hat ja die umgekehrte Angst gehabt. Also nicht, dass wir die Wissenschaft missbrauchen, sondern dass er als religiöser Schwärmer gesehen wird, wenn er sagt, da gibt es eine Kraft, die nicht die Geist ist. Ja? So kam ja Frankl wahrscheinlich auch auf diesen Begriff. Wenn man jetzt zusammenfasst, dein Buch wendet sich auch an Logotherapeuten. Also du sagst dann zwischendurch, zitierst du den Satz, den wir nicht zuordnen können. Ist es jetzt Krauss oder ist es jetzt nicht Krauss oder war es vielleicht Platon? Also wir wollen jetzt nicht, Tradition heißt nicht das Feuer weitergeben und nicht die Asche anbieten. Also wendest du dich auch an Logotherapeuten und Therapeutinnen, die ja wahrscheinlich für sich selber auch erstmal begreifen müssen, alles das, was du da in deinem Buch aufzählst. Also Geistesfreiheit, Geistesdynamik, wir müssen offen bleiben, wir müssen gucken, dass wir den anderen begreifen und erspüren und erfahren. Hattest du das Gefühl, dass das notwendig war? Also zumindest als Impuls an meine Schülerinnen und Schüler, dass wir sagen, dass wir da dranbleiben, ja, dass wir nicht plötzlich Asche hüten, sondern dass wir immer wieder suchen, gibt es noch Glut und können wir die entfachen und können wir dann noch was reinlegen, dass was geht. Vielleicht ist es auch ein kleiner Appell an die ich noch gar nicht kenne, aber die auch meinen, im Lesen der Texte Frankls schon Logotherapeuten zu sein. Also die noch kommen werden mit einem Wort. Oder die es irgendwo gibt und die das vielleicht mal lesen. Und dann gibt es in deinem Buch jede Menge Zitate. Ich habe mir ein paar rausgeschrieben und eines gefällt mir wirklich sehr gut. Und damit würde ich jetzt unser Gespräch beenden, weil es ja auch gefragt wurde, ob man die Zukunft wissen möchte oder so. Und da hast du mir freundlicherweise in deinem Buch Tertullianus aus dem 3. Jahrhundert serviert. Und der sagt, nur das Unmögliche ist gewiss. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen, dem Institut, deiner Familie und dir viel Unmögliches. Denn das ist gewiss.